Mal wieder geht nichts mehr rund ums Schiersteiner Kreuz. Am Freitagmorgen stauten sich die Fahrzeuge, die in Richtung Wiesbadener Innenstadt unterwegs waren, kilometerweit zurück. Grund sind zwei Vollsperrungen im Bereich der Autobahnen A643 und A66 in Richtung Wiesbaden. Viele Autofahrer wurden davon überrascht. Die Sperrungen waren von Hessen Mobil relativ kurzfristig angekündigt worden. Grund für die Behinderung sind Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bau einer Behelfsbrücke. Beide Sperrungen dauern noch bis Montagmorgen 5 Uhr. Weil der Verkehr über die Anschlussstelle Wiesbaden-Biebrich umgeleitet wird, müssen die Autofahrer auch mit erheblichen Behinderungen rund um Biebricher Allee und Eppelallee rechnen.